Bewusstsein, sich bürgerlich engagieren kann und seine Leistung in die Gesellschaft einbringen kann, wird halt eben durch diese Form der Mittelherausgabe über Hartz IV, durch die Antragstellung, durch die regelmäßige immer wieder Neubeantragung, das Nachweisen, ob er irgendwelche anderen Leistungen erbringen konnte, wird der Mensch sozial ausgegrenzt. Also von daher unterstütze ich diese Initiative mit vollem Herzen. Herr Weine, die Diskussion oder das Thema Grundeinkommen ist ja nicht so ganz neu. Es gab ja auch schon viele Wirtschaftswissenschaftler, die sich darüber Gedanken gemacht haben. In den Parteien gibt es auch Papiere dazu, aber man hat den Eindruck, die sind in den Parteizentralen relativ tief unten im Schreibtisch erstmal eingeschlossen worden und schlummern dort vor sich hin. Oder denken Sie, da wird eifrig drüber nachgedacht? Na, es ist eine Frage an den Bürger erstmal. Der Souverän im Staat ist der Bürger, sind nicht die Politiker, nicht die Experten. Aber die Politiker entscheiden stellvertretend für ihn. Ja, aber die machen das, was die Bürger, die Politiker können nur das machen, was die Bürger sich vor, was für die Bürger vorstellbar ist, was die Bürger sich denken können. Deswegen ist die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist ein Kulturimpuls. Ist keine wirtschaftswissenschaftliche Veranstaltung. Wir müssen das denken können. Wir müssen bereit sein zu dem Paradigmenwechsel, der notwendig ist. Herr Kunz hat ganz recht. Wir haben heute ja schon eine Grundeinkommen, eine Grundsicherung, nur keine bedingungslose. Wir machen das mit einem hohen bürokratischen Verteilungsaufwand. Wir machen das, indem wir die Menschen diskriminieren, kujonieren, ausgrenzen, indem die Menschen, die das heute bekommen, einen Teil ihrer Bürgerrechte sogar verlieren. Ne? Also eigentlich ist das Hartz IV genau das, was keiner von uns will. Wer will das Mitmenschen zumuten? Und die Frage ist, wie schaffen wir Verhältnisse, dass die Menschen einsteigen und auch heute haben wir das Problem, ob die Menschen einsteigen. Und das Grundeinkommen würde dazu führen, dass die Menschen dann arbeiten, weil sie wollen und nicht, weil sie sollen. Und diese Veränderung vom Sollen zum Wollen, das wäre eine dramatische Gesellschaftsveränderung und stände jeder Partei, glaube ich, gut zu Gesicht. So, Herr Krupp, jetzt haben wir von Herrn Werners Ideen schon mal viel gehört. Das sind Sie mal als Nächster an der Reihe. Wir wollten ja Unternehmer vorstellen, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die etwas anders ticken als die Unternehmen, über die man ständig in den Zeitungen liest. Also Sie haben auf der Schwäbischen Alb, dort gab es früher sehr viel Textilindustrie, jetzt sind Sie sozusagen als Einziger übrig geblieben. Und das Sensationelle, Sie verdienen auch noch Geld. Da, wo alle gesagt haben, in Deutschland kann man in dieser Branche nichts mehr werden, wir müssen raus, wir sind hier viel zu teuer. Und schwupp haben Sie allen gezeigt, es geht. Wie macht man das? Mit eisernem Willen allein geht es ja nicht. Gut, also ich kam in den Betrieb und so war eben auch ich erzogen worden, dass ich eine gewisse Verantwortung habe. Wenn ich eine gewisse Position haben möchte, dann muss ich auch eine gewisse Verantwortung haben. Und das war ja früher so, ob Großvater oder die Väter haben uns ja das vorgelebt, dass man die Verantwortung für die Mitarbeiter selbstverständlich übernommen hat, um auch für sich ein positives Echo zu haben. Denn ein Unternehmer, der keine Aufträge für seine Mitarbeiter hat oder keine Arbeit, der war im schlechten Ruf und deshalb war es auch immer wichtig, dass man positiv über den Unternehmer gesprochen hat, indem es geheißen hat, in diesem Betrieb sind entsprechende Aufträge da und die Leute haben zu arbeiten. Und einen Mitarbeiter entlassen zu müssen aus Arbeitsmangel, war im Prinzip eine Schande für den Unternehmer. Das hat es bei Ihnen, seit Sie das Unternehmen leiten, auch nicht gegeben? Ich habe es versucht und es ist mir bisher nun in meinen fast 40 Jahren gelungen, dass ich nie aus Arbeitsmangel eine Person entlassen musste oder Kurzarbeit und garantiere heute noch selbstverständlich auch den Kindern unserer Mitarbeiter einen Arbeitsplatz. Das nenne ich aber nicht sozial. Das ist ein bisschen egoistisch, denn die Kinder von langjährigen Mitarbeitern sind immer die besten Mitarbeiter und dafür sorgen schon die Eltern. Also das ist ein bisschen auch positiv fürs Unternehmen und wir haben ja bis zu 3 Generationen gleichzeitig im Unternehmen, die da arbeiten und das ist die große Betriebsfamilie und davon lebt auch die Firma und kann auch die Probleme leichter lösen, denn es kommen ja täglich viele Probleme auf eine Firma zu und wenn man diese Gemeinschaft hat und dieses gegenseitige Miteinander und gegenseitig Verantwortung mit übernehmen, dann stelle ich fest, dass bis zum Lehrling hinunter auch der Lehrling eine Verantwortung dieser großen Betriebsfamilie gegenüber hat. Und das ist das Schöne. Und so haben wir sicherlich viele Probleme, wo andere vielleicht in der Anonymität gescheitert sind, lösen können. Weil der Wandel der Zeit heute, der immer schneller ist, den konstant mitzumachen, das ist Aufgabe der Unternehmensleitung oder der Unternehmensführung. Und das ist meine Aufgabe. Und das kann ich nur mit Mitarbeitern, die auch hinter dem Unternehmen stehen, die einen sicheren Arbeitsplatz haben, sowie ein sicheres Grundeinkommen. Die wissen, jetzt können sie sich voll dem Betrieb widmen, weil das andere gesichert ist. Das war aber doch dann für die Menschen in ihrer Umgebung, in ihrer Heimat sozusagen goldene Zeiten.
wenn wir uns erinnern, was wir in den letzten Jahren für Diskussionen geführt haben, wie oft Schulabgänger Bewerbungen schreiben mussten und zum Teil gar nicht so hörten oder wenn sie dann Post nach Hause bekamen, Absagen bekamen. Das war ja dann so eine sichere Bank für die Kinder ihrer Mitarbeiter. Hier bei Herrn Krupp, da komme ich allemal unter. Gut, das kann man so nicht sagen. Ich kenne ja nicht alle, die irgendwo anders. Es gab 26 Textilbetriebe in Bollerdingen. Heute gibt es noch einen. Und ich kenne ja nicht alle, die dort irgendwo aufhören, einstellen. Also wir haben unsere Mitarbeiterzahl gehalten aber und stellen sporadisch auch natürlich ein. Aber ich kann natürlich nicht allen einen Arbeitsplatz garantieren. Den Kindern der Mitarbeiter? Den Kindern der Mitarbeiter. Aber man muss jetzt nicht meinen, dass jedes Kind natürlich automatisch in die notleidendste Branche einsteigen will. Da würde ich also lieber raten, zu den DM Drogeriemärkten zu gehen, bevor man nun in der notleidenden Textilbranche arbeitet. Deshalb haben wir da dieses Problem nicht. Natürlich nicht jedes Kind will. Es will auch vielleicht mal weiter studieren oder sonst was. Aber den Kindern, die wollen, die nehmen wir dankbar auf und das machen wir auch. Und wir bilden auch aus, weil das für uns die Basis ist. Denn wenn Unternehmer sich mit den Politikern streiten, dass sie nicht mehr ausbilden wollen, dann wollen die auch keine Arbeitsplätze in Deutschland schaffen. Denn wer nicht ausbildet, der braucht auch keine Arbeiter mehr. Denn ohne Ausbildung kann man auch keinen guten Nachwuchs haben und auch nicht das absichern für die Zukunft. Herr Staffel, Sie sind ja nicht mehr parlamentarischer Staatssekretär, aber immer noch im Bundestag. Solche Unternehmer braucht das Land, ja? Die also ausbilden und investieren hier im Land und gar nicht erst darüber nachdenken, dass man im Ausland vielleicht Preiswerter produzieren könnte, was ja auch nicht immer der Fall ist. Also in jedem Falle. Und ich meine, Deutschland kann ja wirklich stolz darauf sein, eine so große, breite Mittelstandskultur zu haben, bisweilen mit Spannungen zwischen den Mittelständlern und der Politik, ohne jede Frage. Aber das ist ein ganz, ganz großes Pfund, mit dem Deutschland im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften wuchern kann. Deshalb muss es auch gepflegt werden. Wir wissen um die Tatsache, ich glaube, 85% aller Ausbildungsplätze in Deutschland sind von mittelständischen Unternehmen gestellt. 70% aller Arbeitsplätze von mittelständischen Unternehmen gestellt. Ich meine, das ist bei einer Umsatzzahl, die bei nur 45% liegt, eine gewaltige Leistung. Und im Übrigen, die Großen stützen sich darauf. Wenn Sie mir eins nur noch gestatten, ich muss es einfach sagen, dieses Charakteristikum zu Hartz IV muss ich noch einmal aus meiner Sicht korrigieren dürfen. Ich bin der Meinung, das mag uns unterscheiden. Die Tatsache, dass viele Menschen in der Sozialhilfe waren, Transferleistungen erhalten haben, ohne dass eine Gegenleistung abgefragt wurde, ist für mich die sehr viel unsozialere Form, als die, sie jetzt zu fordern und zu fördern und damit ihnen wieder den Weg zurück in die Arbeitsgesellschaft zu ebnen. Das jedenfalls war für mich, wir sind ja so ein bisschen in der philosophischen Betrachtung, ein ganz gewichtiger Punkt, den ich hier sag mal, ganz so einseitig in keinem Falle stehen lassen wollte. Ja, Herr Staffel, da kann ich Ihnen nur mal ein Hartz-IV-Praktikum empfehlen. Ich bin ständig, mein Wahlkreis ist Berlin-Neukölln. Ja. Wir können uns gerne verabreden. Da werde ich Ihnen die Schatten und die Sonnenseiten zeigen können. Denn die sozialen Probleme sind erheblicher Natur. Lassen Sie uns bei dem Unternehmertum in Deutschland bleiben. So sehr auch Hartz IV immer wieder ein interessantes Thema ist und auch bei Phoenix oft genug war und sicherlich auch noch oft werden wird. Herr Professor Werner, wenn Sie jetzt hier, wir sind ja nur eine kleine Gruppe, aber Sie kennen ja viele Unternehmer in Deutschland. So Menschen wie Herr Grupp, Herrn Kunz haben wir jetzt unseren Zuschauern noch nicht so genau vorgestellt. Und sind Sie sowas wie einsame Rufer in der Wüste oder haben Sie den Eindruck, die Unternehmer in Deutschland sind insgesamt doch besser als ihr Ruf? Und sie sind aufgeschlossen und durchaus auch sehr sozial eingestellt, auch wenn man das nicht jeden Tag in der Zeitung liest. Ja, die guten Seiten liest man ja selten in der Zeitung. Und dass es uns heute so gut geht, wie es uns geht, liegt nicht daran,